Heidis Lehr- und Wanderjahre von Johanna Spyri. Kapitel 8. Im Hause Sesemann geht's unruhig zu. Als Sebastian am folgenden Morgen den Herrn Kandidaten die Haustür geöffnet und ihn zum Studierzimmer geführt hatte, zog schon wieder jemand die Hausglocke an. Aber mit solcher Gewalt, dass Sebastian die Treppe völlig hinunterschoss, denn er dachte, so schellt nur der Herr Sesemann selbst, er muss unerwartet nach Hause gekommen sein. Er riss die Tür auf. Ein zerlumpter Junge mit einer Drehorgel auf dem Rücken stand vor ihm. »Was soll das heißen?« fuhr ihn Sebastian an. »Ich will dich lehren, Glocken herunterzureißen. Was hast du hier zu tun?« »Ich muss zur Klara«, war die Antwort. »Du ungewaschener Straßenkäfer, du! Kannst du nicht sagen Fräulein Klara, wie unser eins tut? Was hast du bei Fräulein Klara zu tun?« fragte Sebastian barsch. »Sie ist mir 40 Pfennige schuldig«, erklärte der Junge. »Du bist, denke ich, nicht recht im Kopf. Wie weißt du überhaupt, dass ein Fräulein Klara hier ist?« »Gestern habe ich ihr den Weg gezeigt, macht 20, und dann wieder zurück den Weg gezeigt, macht 40.« »Da siehst du, was für Zeug du zusammenflunkerst. Fräulein Klara geht niemals aus, kann gar nicht gehen. Mach, dass du da hinkommst, wo du hingehörst, bevor ich dir dazu verhelfe.« Aber der Junge ließ sich nicht einschüchtern. Er blieb unbeweglich stehen und sagte trocken, »Ich habe sie doch gesehen auf der Straße, ich kann sie beschreiben. Sie hat kurzes, krauses Haar, das ist schwarz, und die Augen sind schwarz und der Rock ist braun, und sie kann nicht reden wie wir.« »Oho«, dachte jetzt Sebastian und kicherte in sich hinein, »das ist die kleine Mamsell, die hat wieder etwas angestellt.« Dann sagte er, den Jungen hereinziehend, »Es ist schon recht, komm mir nur nach und warte vor der Tür, bis ich wieder herauskomme. Wenn ich dich dann einlasse, kannst du gleich etwas spielen. Das Fräulein hört es gern.« Oben klopfte er am Studierzimmer und wurde hereingerufen. »Es ist ein Junge da, der durchaus an Fräulein Klara selbst etwas zu bestellen hat«, berichtete Sebastian. Klara war sehr erfreut über das außergewöhnliche Ereignis. »Er soll nur gleich hereinkommen«, sagte sie. »Nicht wahr, Herr Kandidat, wenn er doch mit mir selbst sprechen muss.« Der Junge war schon eingetreten, und nach Anweisung fing er sofort seine Orgel zu drehen an. Fräulein Rottenmeier hatte, um den ABC auszuweichen, sich im Esszimmer allerlei zu schaffen gemacht. Auf einmal horchte sie auf. Kamen die Töne von der Straße her? Aber so nahe! Wie konnte vom Studierzimmer her eine Drehorgel ertönen? Und dennoch, wahrhaftig, sie stürzte durch das lange Esszimmer und riss die Tür auf. Da, unglaublich, da stand mitten im Studierzimmer ein zerlumpter Orgelspieler und drehte sein Instrument mit größter Emsigkeit. Der Herr Kandidat schien immerfort etwas sagen zu wollen, aber es wurde nichts vernommen. Klara und Heidi hörten mit ganz erfreuten Gesichtern der Musik zu. »Aufhören! Sofort aufhören!« rief Fräulein Rottenmeier ins Zimmer hinein. Ihre Stimme wurde übertönt von der Musik. Jetzt lief sie auf den Jungen zu, aber auf einmal hatte sie etwas zwischen den Füßen. Sie sah auf den Boden. Ein grausiges, schwarzes Tier kroch ihr zwischen den Füßen durch. Eine Schildkröte! Jetzt tat Fräulein Rottenmeier einen Sprung in die Höhe, wie sie seit vielen Jahren keinen getan hatte. Dann schrie sie aus Leibeskräften, »Sebastian! Sebastian!« Plötzlich hielt der Orgelspieler inne, denn diesmal hatte die Stimme die Musik übertönt. Sebastian stand draußen vor der halboffenen Tür und krümmte sich vor Lachen, denn er hatte zugesehen, wie der Sprung vor sich ging. Endlich kam er herein. Fräulein Rottenmeier war auf einen Stuhl niedergesunken. »Fort mit allem, Mensch und Tier! Schaffen Sie sie weg, Sebastian! Sofort!« rief sie ihm entgegen. Sebastian gehorchte bereitwillig, zog den Jungen hinaus, der schnell seine Schildkröte erfasst hatte, drückte ihm draußen etwas in die Hand und sagte, 40 für Fräulein Klara und 40 für Spielen, das hast du gut gemacht. Damit schloss er hinter ihm die Haustür. Im Studierzimmer war es wieder ruhig geworden. Die Studien wurden wieder fortgesetzt und Fräulein Rottenmeier hatte sich nun auch festgesetzt in dem Zimmer, um durch ihre Gegenwart ähnliche Gräuel zu verhüten. Den Vorfall wollte sie nach den Unterrichtsstunden untersuchen
und den Schuldigen so bestrafen, dass er daran denken würde. Schon wieder klopfte es an die Tür, und herein trat abermals Sebastian mit der Nachricht, es sei ein großer Korb gebracht werden, der sogleich an Fräulein Klara selbst abzugeben sei. »An mich?« fragte Klara erstaunt und äußerst neugierig, was das sein mochte. »Zeigen Sie doch gleich einmal her, wie er aussieht.« Sebastian brachte einen bedeckten Korb herein und entfernte sich dann eilig wieder. »Ich denke, erst wird der Unterricht beendet, dann der Korb ausgepackt«, bemerkte Fräulein Rottenmeier. Klara konnte sich nicht vorstellen, was man ihr gebracht hatte. Sie schaute sehr verlangend nach dem Korb. »Herr Kandidat«, sagte sie, sich selbst in ihren Deklinieren unterbrechend, »könnte ich nicht nur einmal schnell hineinsehen, um zu wissen, was drin ist, und dann gleich wieder fortfahren?« »In einer Hinsicht könnte man dafür, in einer anderen dawider sein«, entgegnete der Herr Kandidat. »Dafür spräche der Grund, dass, wenn nun Ihre ganze Aufmerksamkeit auf diesen Gegenstand gerichtet ist...« Die Rede konnte nicht beendigt werden. Der Deckel des Korbes saß nur lose darauf, und nun sprangen mit einem Mal ein, zwei, drei und wieder zwei und immer noch mehr junge Kätzchen darunter hervor und ins Zimmer hinaus. Und mit einer so unbegreiflichen Schnelligkeit fuhren sie überall herum, dass es war, als wäre das ganze Zimmer voll solcher Tierchen. Sie sprangen über die Stiefel des Herrn Kandidaten, bissen an seinen Beinkleidern, kletterten am Kleid von Fräulein Rottenmeier empor, krabbelten um ihre Füße herum, sprangen an Klaras Sessel hinauf, kratzten, krabbelten, miauten. Es war ein arges Gewirre. Klara rief immerfort voller Entzücken, »Oh, die niedlichen Tierchen! Die lustigen Sprünge! Sieh, sieh, Heidi, hier! Dort, sieh dieses!« Heidi schoss ihnen vor Freude in alle Winkel nach. Der Herr Kandidat stand sehr verlegen am Tisch und zog bald den einen, bald den anderen Fuß in die Höhe, um ihm den unheimlichen Gekrabbel zu entziehen. Fräulein Rottenmeier saß erst sprachlos vor Entsetzen in ihrem Sessel. Dann fing sie aus Leibeskräften an zu schreien. »Tinette! Tinette! Sebastian! Sebastian!« Denn vom Sessel aufzustehen konnte sie unmöglich wagen. Da konnten ja mit einem Mal alle die kleinen Scheusale an ihr emporspringen. Endlich kamen Sebastian und Tinette auf die wiederholten Hilferufe herbei. Und jener packte gleich eins nach dem anderen der kleinen Geschöpfe in den Korb hinein und trug sie auf den Estrich zu dem Katzenlager, das er für die zwei von gestern bereitet hatte. Auch am heutigen Tage hatte kein Gähnen während der Unterrichtsstunden stattgefunden. Am späten Abend, als Fräulein Rottenmeier sich von den Aufregungen des Morgens wieder hinlänglich erholt hatte, berief sie Sebastian und Tinette ins Studierzimmer herauf, um hier eine gründliche Untersuchung über die strafwürdigen Vorgänge anzustellen. Nun kam es denn heraus, dass Heidi auf seinem gestrigen Ausflug die sämtlichen Ereignisse vorbereitet und herbeigeführt hatte. Fräulein Rottenmeier saß weiß vor Entrüstung da und konnte erst keine Worte für ihre Empfindungen finden. Sie winkte mit der Hand, dass Sebastian und Tinette sich entfernen sollten. Jetzt wandte sie sich an Heidi, das neben Klaras Sessel stand und nicht recht begriff, was es verbrochen hatte. »Adelheid«, begann sie mit strengem Ton, »ich weiß nur eine Strafe, die dir empfindlich sein könnte, denn du bist eine Barbarin. Aber wir wollen sehen, ob du unten im dunklen Keller bei Molchen und Ratten nicht zahm wirst, dass du dir keine solchen Dinge mehr einfallen lässt.« Heidi hörte still und verwundert sein Urteil an, denn in einem schreckhaften Keller war es noch nie gewesen. Der anstoßende Raum in der Almhütte, den der Großvater Keller nannte, wo immer die fertigen Käse lagen und die frische Milch stand, war eher ein anmutiger und einladender Ort, und Ratten und Molche hatte es noch keine gesehen. Aber Klara erhob einen lauten Jammer. »Nein, nein, Fräulein Rottenmeier, man muss warten, bis der Papa da ist. Er hat ja geschrieben, er komme nun bald, und dann will ich ihm alles erzählen. Und er sagt dann schon, was mit Heidi geschehen soll.« Gegen diesen Oberrichter durfte Fräulein Rottenmeier nichts einwenden, umso weniger, da er wirklich in Bälde zu erwarten war. Sie stand auf und sagte etwas grimmig, »Gut, Klara,
Aber auch ich werde ein Wort mit Herrn Sesemann sprechen. Damit verließ sie das Zimmer. Es verflossen nun ein paar ungestörte Tage. Aber Fräulein Rottenmeier kam nicht mehr aus der Aufregung heraus. Stündlich trat ihr die Täuschung vor Augen, die sie in Heidis Persönlichkeit erlebt hatte. Und es war ihr, als sei seit seiner Erscheinung im Hause Sesemann alles aus den Fugen gekommen und komme nicht wieder hinein. Klara war sehr vergnügt. Sie langweilte sich nie mehr, denn in den Unterrichtsstunden machte Heidi die kurzweiligsten Sachen. Die Buchstaben machte es immer alle durcheinander und konnte sie nie kennenlernen. Und wenn der Herr Kandidat mitten im Erklären und Beschreiben ihrer Formen war, um sie ihm anschaulicher zu machen und als Vergleichung etwa von einem Hörnchen oder einem Schnabel sprach dabei, rief es auf einmal in aller Freude aus: »Es ist eine Geiß!« oder »Es ist ein Raubvogel!« Denn die Beschreibungen weckten in seinem Gehirn allerlei Vorstellungen, nur keine Buchstaben. In den späteren Nachmittagsstunden saß Heidi wieder bei Klara und erzählte ihr immer wieder von der Alm und dem Leben dort. So viel und so lange, bis das Verlangen danach in ihm so brennend wurde, dass es immer zum Schluss versicherte: »Nun muss ich gewiss wieder heim, morgen muss ich gewiss gehen!« Aber Klara beschwichtigte immer wieder diese Anfälle und bewies Heidi, dass es doch sicher dableiben müsse, bis der Papa komme, dann werde man schon sehen, wie es weitergehe. Wenn Heidi alsdann immer wieder nachgab und gleich wieder zufrieden war, so half ihm eine fröhliche Aussicht dazu, die es im Stillen hatte, dass mit jedem Tage, den es noch da blieb, sein Häuflein Brötchen für die Großmutter wieder um 2 größer würde. Denn mittags und abends lag immer ein schönes Weißbrötchen bei seinem Teller. Das steckte es gleich ein. Denn es hatte das Brötchen nie essen können bei dem Gedanken, dass die Großmutter nie eines habe und das harte schwarze Brot fast nicht mehr essen konnte. Nach Tisch saß Heidi jeden Tag ein paar Stunden lang ganz allein in seinem Zimmer und regte sich nicht. Denn dass es in Frankfurt verboten war, nur so hinauszulaufen, wie es auf der Alm getan, das hatte es nun begriffen und tat es nie mehr. Mit Sebastian drüben im Esszimmer ein Gespräch führen durfte es auch nicht. Das hatte Fräulein Rottenmeier auch verboten. Und mit Tinette eine Unterhaltung zu probieren, daran kam ihm kein Sinn. Es ging ihr immer scheu aus dem Wege, denn sie redete nur in höhnischem Ton mit ihm und spöttelte es fortwährend an, und Heidi verstand ihre Art ganz gut und dass sie es nur immer ausspottete. So saß Heidi täglich da und hatte alle Zeit, sich auszudenken, wie nun die Alm wieder grün war und wie die gelben Blümchen im Sonnenschein glitzerten und wie alles leuchtete rings um die Sonne, der Schnee und die Berge und das ganze weite Tal. Und Heidi konnte es manchmal fast nicht mehr aushalten vor Verlangen, wieder dort zu sein. Die Base hatte ja auch gesagt, es könne wieder heimgehen, wann es wolle. So kam es, dass Heidi eines Tages es nicht mehr aushielt. Es packte in aller Eile seine Brötchen in das große rote Halstuch zusammen, setzte sein Strohhütchen auf und zog aus. Aber schon unter der Haustür traf es auf ein großes Reisehindernis, auf Fräulein Rottenmeier selbst, die eben von einem Ausgang zurückkehrte. Sie stand still und schaute in starrem Erstaunen Heidi von oben bis unten an. Und ihr Blick blieb vorzüglich auf dem gefüllten roten Halstuch haften. Jetzt brach sie los. »Was ist das für ein Aufzug? Was heißt das überhaupt? Habe ich dir nicht streng verboten, je wieder herumzustreichen? Nun probierst du es doch wieder und dazu noch völlig aussehend wie eine Landstreicherin.« »Ich wollte nicht herumstreichen. Ich wollte nur heimgehen«, entgegnete Heidi erschrocken. »Wie? Was? Heimgehen? Heimgehen wolltest du?« Fräulein Rottenmeier schlug die Hände zusammen vor Aufregung. »Fortlaufen? Wenn das Herr Sesemann wüsste, fortlaufen aus seinem Hause! Mach nicht, dass er das je erfährt. Und was ist dir denn nicht recht in seinem Hause? Wirst du nicht viel besser behandelt, als du verdienst? Fehlt es dir an irgendetwas? Hast du je in deinem ganzen Leben eine Wohnung oder einen Tisch oder eine Bedienung gehabt, wie du sie hier hast? Sag!« »Nein«, entgegnete Heidi. »Das weiß ich wohl«, fuhr die Dame eifrig fort. »Nichts fehlt dir, gar nichts. Du bist ein ganz unglaublich undankbares Kind.
Und vor lauter Wohlsein weißt du nicht, was du noch alles anstellen willst. Aber jetzt kam dem Heidi alles oben auf, was in ihm war, und brach hervor. Ich will ja nur heim, und wenn ich so lang nicht komme, so muss das Schneehüppli immer klagen, und die Großmutter erwartet mich, und der Distelfink bekommt die Rute, wenn der Geißenpeter keinen Käse bekommt, und hier kann man gar nie sehen, wie die Sonne gute Nacht sagt zu den Bergen, und wenn der Raubvogel in Frankfurt oben überfliegen würde, so würde er noch viel lauter krächzen, dass so viele Menschen beieinander sitzen und einander bös machen und nicht auf den Felsen gehen, wo es einem wohl ist. Barmherzigkeit, das Kind ist übergeschnappt, rief Fräulein Rottenmeier aus und stürzte mit Schrecken die Treppe hinauf, wo sie sehr unsanft gegen den Sebastian rannte, der eben hinunter wollte. Holen Sie auf der Stelle das unglückliche Wesen herauf, rief sie ihm zu, indem sie sich den Kopf rieb, denn sie war hart angestoßen. Ja, ja, schon recht, dankeschön, gab Sebastian zurück und rieb sich den seinen, denn er war noch härter angefahren. Heidi stand mit flammenden Augen noch auf derselben Stelle fest und zitterte vor innerer Erregung am ganzen Körper. Na, schon wieder was angestellt? Fragte Sebastian lustig. Als er aber Heidi, das sich nicht rührte, recht ansah, klopfte er ihm freundlich auf die Schulter und sagte tröstend, »Pah, pah, das muss sich das Mansellchen nicht so zu Herzen nehmen. Nur lustig, das ist die Hauptsache. Sie hat mir eben jetzt auch fast ein Loch in den Kopf gerannt, aber nur nicht einschüchtern lassen. Na, immer noch auf demselben Fleck? Wir müssen hinauf, sie hat's befohlen.« Heidi ging nun die Treppe hinauf, aber langsam und leise und gar nicht, wie sonst seine Art war. Das tat dem Sebastian leid zu sehen. Er ging hinter dem Heidi her und sprach ermutigende Worte zu ihm. »Nur nicht abgeben, nur nicht traurig werden, nur immer tapfer darauf zu. Wir haben ja ein ganz vernünftiges Mamsellchen, hat noch gar nie geweint, seit es bei uns ist. Sonst weinen sie ja 12-mal am Tag in dem Alter, das kennt man. Die Kätzchen sind auch lustig droben, die springen auf dem ganzen Estrich herum und tun wie närrisch. Nachher gehen wir mal zusammen hinauf und schauen ihnen zu, wenn die Dame drinnen weg ist, ja?« Heidi nickte ein wenig mit dem Kopf, aber so freudlos, dass es dem Sebastian recht zu Herzen ging und er ganz teilnehmend dem Heidi nachschaute, wie es nach seinem Zimmer hinschlich. Am Abendessen heute sagte Fräulein Rottenmeier kein Wort, aber fortwährend warf sie sonderbar wachsame Blicke zu Heidi hinüber, so als erwarte sie, es könne plötzlich etwas Unerhörtes unternehmen. Aber Heidi saß mucksmäuschenstill am Tisch und rührte sich nicht. Es aß nicht und trank nicht, nur sein Brötchen hatte es schnell in die Tasche gesteckt. Am folgenden Morgen, als der Herr Kandidat die Treppe heraufkam, winkte ihm Fräulein Rottenmeier geheimnisvoll ins Esszimmer herein. Und hier teilte sie ihm in großer Aufregung ihre Besorgnis mit. Die Luftveränderung, die neue Lebensart und die ungewohnten Eindrücke hätten das Kind um den Verstand gebracht. Und sie erzählte ihm von Heidis Fluchtversuch und wiederholte ihm von seinen sonderbaren Reden, was sie noch wusste. Aber der Herr Kandidat besänftigte und beruhigte Fräulein Rottenmeier, indem er sie versicherte, dass er die Wahrnehmung gemacht habe, die Adelheid sei zwar einerseits allerdings eher exzentrisch, aber andererseits doch wieder bei richtigem Verstand, so dass sich nach und nach bei einer allseitig erwogenen Behandlung das nötige Gleichgewicht einstellen könne, was er im Auge habe. Er finde den Umstand wichtiger, dass er durchaus nicht über das ABC hinauskomme mit ihr, indem sie die Buchstaben nicht zu fassen imstande sei. Fräulein Rottenmeier fühlte sich beruhigter und entließ den Herrn Kandidaten zu seiner Arbeit. Am späteren Nachmittag stieg er die Erinnerung an Heidis Aufzug bei seiner vorgehabten Abreise auf, und sie beschloss, die Gewandung des Kindes durch verschiedene Kleidungsstücke der Klara in den nötigen Stand zu setzen, bevor Herr Sesemann erscheinen würde. Sie teilte ihre Gedanken darüber an Klara mit, und da diese mit allem einverstanden war und dem Heidi eine Menge Kleider und Tücher und Hüte schenken wollte, verfügte sich die Dame in Heidis Zimmer, um seinen Kleiderschrank zu besehen und zu untersuchen, was da von dem Vorhandenen bleiben und was entfernt werden solle. Aber in wenig Minuten kam sie wieder zurück, mit Gebärden des Abscheus. »Was muss ich entdecken, Adelheid?«
rief sie aus. Es ist nie dagewesen. In deinem Kleiderschrank, einem Schrank für Kleideradelheit, im Fuß dieses Schrankes, was finde ich? Einen Haufen kleiner Brote. Brot, sage ich, Klara, im Kleiderschrank. Und einen solchen Haufen aufspeichern. Tinette, rief sie jetzt ins Esszimmer hinaus, schaffen Sie mir das alte Brot fort aus dem Schrank der Adelheid und den zerdrückten Strohhut auf dem Tisch. Nein, nein, schrie Heidi auf. Ich muss den Hut haben und die Brötchen sind für die Großmutter. Und Heidi wollte der Tinette nachstürzen, aber es wurde von Fräulein Rottenmeier festgehalten. Du bleibst hier und der Kram wird hingebracht, wo er hingehört, sagte sie bestimmt und hielt das Kind zurück. Aber nun warf sich Heidi an Klaras Sessel nieder und fing ganz verzweiflungsvoll zu weinen an, immer lauter und schmerzlicher, und schluchzte einmal ums andere in seinem Jammer auf. »Nun hat die Großmutter keine Brötchen mehr. Sie waren für die Großmutter. Nun sind sie alle fort. Und die Großmutter bekommt keine.« Und Heidi weinte auf, als wolle ihm das Herz zerspringen. Fräulein Rottenmeier lief hinaus. Klara wurde es Angst und Bange bei dem Jammer. »Heidi, Heidi, weine nur nicht so«, sagte sie bittend. »Hör mich nur, jammere nur nicht so. Sieh, ich verspreche dir, ich gebe dir gerade so viel Brötchen für die Großmutter oder noch mehr, wenn du einmal heimgehst, und dann sind diese frisch und weich. Und die deinen wären ja ganz hart geworden und waren es schon. Komm, Heidi, weine nur nicht mehr so.« Heidi konnte noch lange nicht aus seinem Schluchzen herauskommen, aber es verstand Klaras Trost und hielt sich daran, sonst hätte es gar nicht mehr zu weinen aufhören können. Es musste auch noch mehrere Male seiner Hoffnung gewiss werden und Klara durch die letzten Anfälle von Schluchzen unterbrochen fragen, »Gibst du mir so viele, viele wie ich hatte, für die Großmutter?« Und Klara versicherte immer wieder, »Gewiss, ganz gewiss, noch mehr, sei nur wieder froh.« Noch zum Abendtisch kam Heidi mit den rotverweinten Augen, und als es sein Brötchen erblickte, musste es gleich noch einmal aufschluchzen. Aber es bezwang sich jetzt mit Gewalt, denn es verstand, dass es sich am Tisch ruhig verhalten musste. Sebastian machte heute jedes Mal die merkwürdigsten Gebärden, wenn er in Heidis Nähe kam. Er deutete bald auf seinen, bald auf Heidis Kopf, dann nickte er wieder und kniff die Augen zu, als wollte er sagen, »Nur getrost!« Ich hab's schon gemerkt und besorgt. Als Heidi später in sein Zimmer kam und in sein Bett steigen wollte, lag sein zerdrücktes Strohhütchen unter der Decke versteckt. Mit Entzücken zog es den alten Hut hervor, zerdrückte ihn vor lauter Freude noch ein wenig mehr und versteckte ihn dann, in ein Taschentüchlein eingewickelt, in die allerhinterste Ecke seines Schrankes. Das Hütchen hatte der Sebastian unter die Decke gesteckt. Er war zu gleicher Zeit mit Tinette im Esszimmer gewesen, als diese gerufen wurde, und hatte Heidis Jammerruf vernommen. Dann war er Tinette nachgegangen, und als sie aus Heidis Zimmer heraustrat mit ihrer Brotlast und dem Hütchen obendrauf, hatte er schnell dieses weggenommen und ihr zugerufen, »Das will ich schon forttun.« Darauf hatte er es in aller Freude für Heidi gerettet, was er ihm beim Abendessen zur Erheiterung andeuten wollte. Heidis Lehr- und Wanderjahre von Johannes Bury, 9. Kapitel. Der Hausherr hört allerlei in seinem Hause, das er noch nicht gehört hat. Einige Tage nach diesen Ereignissen war im Hause Sesemann große Lebendigkeit und ein eifriges Treppauf- und Treppabrennen, denn eben war der Hausherr von seiner Reise zurückgekehrt. Und aus dem bepackten Wagen wurde von Sebastian und Tinette eine Last nach der anderen hinaufgetragen, denn Herr Sesemann brachte immer eine Menge schöner Sachen mit nach Hause. Er selbst war vor allem in das Zimmer seiner Tochter eingetreten, um sie zu begrüßen. Heidi saß bei ihr, denn es war die Zeit des späten Nachmittags, da die beiden immer zusammen waren. Klara begrüßte ihren Vater mit großer Zärtlichkeit, denn sie liebte ihn sehr, und der gute Papa grüßte sein Klärchen nicht weniger liebevoll. Dann streckte er seine Hand dem Heidi entgegen, das sich leise in eine Ecke zurückgezogen hatte, und sagte freundlich, »Und das ist unsere kleine Schweizerin. Komm her, gib mir mal deine Hand. So ist's recht. Nun sag mir mal, seid ihr auch gute Freunde zusammen, Klara und du?« Nicht zanken und böse werden und dann weinen und dann versöhnen und dann wieder von vorn anfangen nun?
Nein, Klara ist immer gut zu mir, entgegnete Heidi. Und Heidi hat auch noch gar nie versucht zu zanken, Papa, warf Klara schnell ein. So ist's gut, das höre ich gern, sagte der Papa, indem er aufstand. Nun musst du aber erlauben, Klärchen, dass ich etwas genieße. Heute habe ich noch nichts bekommen. Nachher komme ich wieder zu dir und du sollst sehen, was ich mitgebracht habe. Herr Sesemann trat ins Esszimmer ein, wo Fräulein Rottenmeier den Tisch überschaute, der für sein Mittagsmahl gerüstet war. Nachdem Herr Sesemann sich niedergelassen und die Dame ihm gegenüber Platz genommen hatte und aussah wie ein lebendiges Missgeschick, wandte sich der Hausherr zu ihr. »Aber Fräulein Rottenmeier, was muss ich denken? Sie haben zu meinem Empfang ein wahrhaft erschreckendes Gesicht aufgesetzt. Wo fehlt es denn? Klärchen ist ganz munter.« »Herr Sesemann«, begann die Dame mit gewichtigem Ernst. »Klara ist mit betroffen. Wir sind fürchterlich getäuscht worden.« »Wieso?«, fragte Herr Sesemann und trank in aller Ruhe einen Schluck Wein. »Wir hatten ja beschlossen, wie Sie wissen, Herr Sesemann, eine Gespielin für Klara ins Haus zu nehmen. Und da ich weiß, wie sehr Sie darauf halten, dass nur Gutes und Edles Ihre Tochter umgebe, hatte ich meinen Sinn auf ein junges Schweizer Mädchen gerichtet, in dem ich hoffte, eines jener Wesen bei uns eintreten zu sehen, von denen ich schon so oft gelesen, welche der reinen Bergluft entsprossen, sozusagen, ohne die Erde zu berühren, durch das Leben gehen. Ich glaube zwar, bemerkte hier Herr Sesemann, dass auch die Schweizer Kinder den Erdboden berühren, wenn sie vorwärts kommen wollen, sonst wären ihnen wohl Flügel gewachsen statt der Füße. Ach, Herr Sesemann, Sie verstehen mich wohl, fuhr das Fräulein fort. Ich meinte eine jener so bekannten, in den hohen reinen Bergregionen lebenden Gestalten, die nur wie ein idealer Hauch an uns vorüberziehen. Was sollte aber meine Klara mit einem idealen Hauch anfangen, Fräulein Rottenmeier? Nein, Herr Sesemann, ich scherze nicht, die Sache ist mir ernster, als Sie denken. Ich bin schrecklich, wirklich ganz schrecklich getäuscht worden. Aber worin liegt denn das Schreckliche? Sogar erschrecklich sieht mir das Kind nicht aus, bemerkte ruhig Herr Sesemann. Sie sollten nur eines wissen, Herr Sesemann, nur das eine, mit was für Menschen und Tieren dieses Wesen ihr Haus in ihrer Abwesenheit bevölkert hat. Davon könnte der Herr Kandidat erzählen. Mit Tieren? Wie muss ich das verstehen, Fräulein Rottenmeier? Es ist eben nicht zu verstehen. Die ganze Aufführung dieses Wesens wäre nicht zu verstehen, wenn nicht aus dem einen Punkte, dass es Anfälle von völliger Verstandsgestörtheit hat. Bis hierher hatte Herr Sesemann die Sache nicht für wichtig gehalten. Aber Gestörtheit des Verstandes? Eine solche konnte ja für seine Tochter die bedenklichsten Folgen haben. Herr Sesemann schaute Fräulein Rottenmeier sehr genau an, so als wollte er sich erst versichern, ob nicht etwa bei ihr eine derartige Störung zu bemerken sei. In diesem Augenblick wurde die Tür aufgetan und der Herr Kandidat angemeldet. »Ah, da kommt unser Herr Kandidat. Der wird uns Aufschluss geben«, rief ihm Herr Sesemann entgegen. Kommen Sie, setzen Sie sich zu mir.« Herr Sesemann streckte dem Eintretenden die Hand entgegen. »Der Herr Kandidat trinkt eine Tasse schwarzen Kaffee mit mir, Fräulein Rottenmeier. Setzen Sie sich, keine Komplimente. Und nun sagen Sie mir, Herr Kandidat, was ist mit dem Kinde, das als Gespielin meiner Tochter ins Haus gekommen ist und das Sie unterrichten? Was hat es für eine Bewandtnis mit den Tieren, die es ins Haus gebracht, und wie steht es mit dem Verstand?« Der Herr Kandidat musste erst seine Freude über Herrn Sesemanns glückliche Rückkehr aussprechen und ihn willkommen heißen, weswegen er ja gekommen war. Aber Herr Sesemann drängte ihn, dass er ihm Aufschluss gebe über die fraglichen Punkte. So begann denn der Herr Kandidat. »Wenn ich mich über das Wesen dieses jungen Mädchens aussprechen soll, Herr Sesemann, so möchte ich vor allem darauf aufmerksam machen, dass, wenn auch auf der einen Seite sich ein Mangel der Entwicklung, welcher durch eine mehr oder weniger vernachlässigte Erziehung oder besser gesagt etwas verspäteten Unterricht verursacht und durch die mehr oder weniger jedoch durchaus nicht in jeder Beziehung zu verurteilende, im Gegenteil ihre guten Seiten umstreitig dartuende Abgeschiedenheit
eines längeren Alpenaufenthalts, welcher, wenn er nicht eine gewisse Dauer überschreitet, ja ohne Zweifel seine gute Seite... Mein lieber Herr Kandidat, unterbrach ihn Herr Sesemann. Sie geben sich wirklich zu viel Mühe, sagen Sie mir. Hat auch Ihnen das Kind einen Schrecken beigebracht durch eingeschleppte Tiere? Und was halten Sie überhaupt von diesem Umgang für mein Töchterchen? Ich möchte dem jungen Mädchen in keiner Art zu nahe treten, begann der Kandidat wieder. Denn wenn es auch auf der einen Seite in einer Art von gesellschaftlicher Unerfahrenheit, welche mit dem mehr oder weniger unkultivierten Leben, in welchem das junge Mädchen bis zu dem Augenblick seiner Versetzung nach Frankfurt sich bewegte, welche Versetzung allerdings in die Entwicklung dieses, ich möchte sagen, noch völlig wenigstens teilweise unentwickelten, aber andererseits mit nicht zu verachtenden Anlagen begabten und wenn allseits umsichtig geleitet. Entschuldigen Sie, Herr Kandidat, bitte lassen Sie sich nicht stören. Ich muss schnell einmal nach meiner Tochter sehen. Damit lief Herr Sesemann zur Tür hinaus und kam nicht wieder. Drüben im Studierzimmer setzte er sich zu seinem Töchterchen hin. Heidi war aufgestanden. Herr Sesemann wandte sich nach dem Kinde um. Hör mal, Kleine, hol mir doch schnell, wart einmal, hol mir mal... Herr Sesemann wusste nicht recht, was er bedurfte, Heidi sollte aber ein wenig ausgeschickt werden. »Hol mir doch mal ein Glas Wasser.« »Frisches?« fragte Heidi. »Jawohl, jawohl, recht frisches«, gab Herr Sesemann zurück. Heidi verschwand. »Nun, mein liebes Klärchen«, sagte der Papa, indem er ganz nah an sein Töchterchen heranrückte und dessen Hand in die seinige legte. »Sag du mir mal klar und fasslich, was für Tiere hat diese deine Gespielin ins Haus gebracht und warum muss Fräulein Rottenmeier denken, sie sei zeitweise nicht ganz recht im Kopf? Kannst du mir das sagen?« Das konnte Clara, denn die erschrockene Dame hatte auch ihr von Heidis sich verwirrendem Reden gesprochen, die aber für Clara alle einen Sinn hatten. Sie erzählte erst dem Vater die Geschichten von der Schildkröte und den jungen Katzen und erklärte ihm dann Heidis Reden, welche die Dame so erschreckt hatten. Jetzt lachte Herr Sesemann herzlich. »So willst du nicht, dass ich das Kind nach Hause schicke, Klärchen? Du bist seiner nicht müde?« fragte der Vater. »Nein, nein, Papa, tu nur das nicht«, rief Clara abwehrend aus. »Seit Heidi da ist, begegnet immer etwas, jeden Tag, und es ist so kurzweilig, ganz anders als vorher. Da begegnete nie etwas, und Heidi erzählt mir auch noch so viel.« schon gut, Klärchen, da kommt ja auch deine Freundin schon wieder. Na, schönes frisches Wasser geholt?« fragte Herr Sesemann, da ihm Heidi nun ein Glas Wasser hineinstreckte. »Ja, frisch vom Brunnen«, antwortete Heidi. »Du bist doch nicht selbst zum Brunnen gelaufen, Heidi«, sagte Clara. »Doch, gewiss, es ist ganz frisch, aber ich musste weit gehen, denn am ersten Brunnen waren so viele Leute. Da ging ich die Straße ganz hinab, aber beim zweiten waren wieder so viele Leute. Da ging ich in die andere Straße hinein und dort nahm ich Wasser und der Herr mit den weißen Haaren lässt Herr Sesemann freundlich grüßen.« »Na, die Expedition ist gut«, lachte Herr Sesemann. »Und wer ist denn der Herr?« »Er kam beim Brunnen vorbei und dann stand er still und sagte, weil du noch ein Glas hast, so gib mir auch einmal zu trinken. Wem bringst du dein Glas Wasser?« Und ich sagte, Herrn Sesemann. Da lachte er sehr stark und dann sagte er den Gruß auch noch, Herr Sesemann sollte sich schmecken lassen. »So, nun wer lässt mir denn wohl den guten Wunsch sagen? Wie sah der Herr denn weiter aus?« fragte Herr Sesemann. »Er lacht freundlich und hat eine dicke goldene Kette und ein goldenes Ding hängt daran mit einem großen roten Stein und auf seinem Stock ist ein Rosskopf.« »Das ist der Herr Doktor, das ist mein alter Doktor«, sagten Clara und ihr Vater wie aus einem Munde. Und Herr Sesemann lachte noch ein wenig in sich hinein, im Gedanken an seinen Freund und dessen Betrachtungen über diese neue Weise, seinen Wasserbedarf sich zuführen zu lassen. Noch an demselben Abend erklärte Herr Sesemann, als er allein mit Fräulein Rottenmeier im Esszimmer saß, um allerlei häusliche Angelegenheiten mit ihr zu besprechen, die Gespielin seiner Tochter werde im Haus bleiben. Er finde, das Kind sei in einem normalen Zustand und seine Gesellschaft sei seiner Tochter sehr lieb und angenehmer als jede andere.
Ich wünsche daher, setzte Herr Sesemann sehr bestimmt hinzu, dass dieses Kind jederzeit durchaus freundlich behandelt und seine Eigentümlichkeiten nicht als Vergehen betrachtet werden. Sollten Sie übrigens mit dem Kind nicht allein fertig werden, Fräulein Rottenmeier, so ist ja eine gute Hilfe für Sie in Aussicht, da in nächster Zeit meine Mutter zu ihrem längeren Aufenthalt in mein Haus kommt. Und meine Mutter wird mit jedem Menschen fertig, wie er sich auch anstellte. Das wissen Sie ja wohl, Fräulein Rottenmeier. Jawohl, das weiß ich, Herr Sesemann, entgegnete die Dame, aber nicht mit dem Ausdruck der Erleichterung im Hinblick auf die angezeigte Hilfe. Herr Sesemann hatte diesmal nur eine kurze Zeit Ruhe zu Hause. Schon nach 14 Tagen riefen ihn seine Geschäfte wieder nach Paris und er tröstete sein Töchterchen, das mit der nahen Abreise nicht einverstanden war, mit der Aussicht auf die baldige Ankunft der Großmama, die schon nach einigen Tagen erwartet werden konnte. Kaum war auch Herr Sesemann abgereist, als schon der Brief anlangte, der die Abreise der Frau Sesemann aus Holstein, wo sie auf einem alten Gute wohnte, anzeigte und die bestimmte Zeit ihrer Ankunft auf den folgenden Tag meldete, damit der Wagen nach dem Bahnhof geschickt würde, um sie abzuholen. Clara war voller Freude über die Nachricht und erzählte noch an demselben Abend dem Heidi so viel und so lange von der Großmama, dass Heidi auch anfing, von der Großmama zu reden. Worauf Fräulein Rottenmeier Heidi mit Missbilligung anblickte, was aber das Kind auf nichts Besonderes bezog, denn es fühlte sich unter fortdauernder Missbilligung der Dame. Als es sich dann später entfernte, um in sein Schlafzimmer zu gehen, berief Fräulein Rottenmeier es erst in das ihrige herein und erklärte ihm hier, es habe niemals den Namen Großmama anzuwenden, sondern wenn Frau Sesemann nun da sei, habe es sie stets gnädige Frau anzureden. »Verstehst du das?« fragte die Dame, als Heidi sie etwas zweifelhaft ansah. Sie gab ihm aber einen so abschließenden Blick zurück, dass Heidi sich keine Erklärung mehr erbat, obschon es den Titel nicht verstanden hatte. Heidis Lehr- und Wanderjahre von Johanna Spüri, Kapitel 10. Eine Großmama. Am folgenden Abend waren große Erwartungen und lebhafte Vorbereitungen im Hause Sesemann sichtbar. Man konnte deutlich bemerken, dass die erwartete Dame ein bedeutendes Wort im Hause mitzusprechen hatte und dass jedermann großen Respekt vor ihr empfand. Tinette hatte ein ganz neues weißes Deckelchen auf den Kopf gesetzt und Sebastian raffte eine Menge von Schemeln zusammen und stellte sie an alle passenden Stellen hin, damit die Dame gleich einen Schemel unter den Füßen finde, wohin sie sich auch setzen möge. Fräulein Rottenmeier ging zur Musterung der Dinge sehr aufrecht durch die Zimmer, so wie um anzudeuten, dass, wenn auch eine zweite Herrschermacht herannahe, die ihrige dennoch nicht am Erlöschen sei. Jetzt rollte der Wagen vor das Haus, und Sebastian und Tinette stürzten die Treppe hinunter. Langsam und würdevoll folgte Fräulein Rottenmeier nach, denn sie wusste, dass auch sie zum Empfang der Frau Sesemann zu erscheinen hatte. Heidi war beordert worden, sich in sein Zimmer zurückzuziehen und da zu warten, bis es gerufen würde, denn die Großmutter würde zuerst bei Clara eintreten und diese wohl allein sehen wollen. Heidi setzte sich in einen Winkel und repetierte seine Anrede. Es währte gar nicht lange, so steckte Tinette den Kopf ein klein wenig unter Heidis Zimmertür und sagte kurz angebunden wie immer: »Hinübergehen ins Schlafzimmer.« Heidi hatte Fräulein Rottenmeier nicht fragen dürfen, wie es mit der Anrede sei, aber es dachte, die Dame habe sich nur versprochen, denn es hatte bis jetzt immer erst den Titel nennen gehört und nachher den Namen. So hatte es sich nun die Sache zurechtgelegt. Wie es die Tür zum Studierzimmer aufmachte, rief ihm die Großmutter mit freundlicher Stimme entgegen: »Ah, da kommt ja das Kind. Komm mal her zu mir und lass dich recht ansehen.« Heidi trat heran. Mit seiner klaren Stimme sagte es sehr deutlich: »Guten Tag, Frau Gnädige.« »Warum nicht gar?« lachte die Großmama. »Sagt man so bei euch?
Hast du das daheim auf der Alp gehört?« »Nein, bei uns heißt niemand so«, erklärte Heidi ernsthaft. »So? Bei uns auch nicht«, lachte die Großmama wieder und klopfte Heidi fröhlich auf die Wange. »Das ist nichts. In der Kinderstube bin ich die Großmama. So sollst du mich nennen. Das kannst du wohl behalten, wie?« »Ja, das kann ich gut«, versicherte Heidi. »Vorher habe ich schon immer so gesagt.« »So, so, verstehe schon«, sagte die Großmama und nickte lustig mit dem Kopfe. Dann schaute sie Heidi genau an und nickte von Zeit zu Zeit wieder mit dem Kopf. Und Heidi guckte ihr auch ganz ernsthaft in die Augen, denn da kam etwas so Herzliches heraus, dass es dem Heidi ganz wohl machte. Und die ganze Großmama gefiel dem Heidi so, dass es sie unverwandt anschauen musste. Sie hatte so schöne weiße Haare, und um den Kopf ging eine schöne Spitzenkrause, und zwei breite Bänder flatterten von der Haube weg und bewegten sich immer irgendwie, so als ob stets ein leichter Wind um die Großmama wehe, was das Heidi ganz besonders anmutete. »Und wie heißt du, Kind?« fragte jetzt die Großmama. »Ich heiße nur Heidi, aber weil ich soll Adelheid heißen, so will ich schon Acht geben.« Heidi stockte, denn es fühlte sich ein wenig schuldig, da es noch immer keine Antwort gab, wenn Fräulein Rottenmeier unversehens rief: »Adelheid!« Indem es ihm noch immer nicht recht gegenwärtig war, dass dies sein Name sei, und Fräulein Rottenmeier war eben ins Zimmer getreten. »Frau Sesemann wird unstreitig billigen«, fiel hier die eben Eingetretene ein, »dass ich einen Namen wählen musste, den man doch aussprechen kann, ohne sich selbst genieren zu müssen, schon um der Dienstboten willen.« »Werteste Rottenmeier«, entgegnete Frau Sesemann, »wenn ein Mensch einmal Heidi heißt und an den Namen gewöhnt ist, so nenne ich ihn so, und dabei bleibt's.« Es war Fräulein Rottenmeier sehr genierlich, dass die alte Dame sie beständig nur bei ihrem Namen nannte, ohne weitere Titulatur. Aber da war nichts zu machen. Die Großmama hatte einmal ihre eigenen Wege, und diese ging sie, da half kein Mittel dagegen. Auch ihre fünf Sinne hatte die Großmama noch ganz scharf und gesund, und sie bemerkte, was im Hause vorging, sobald sie es betreten hatte. Als am Tage nach ihrer Ankunft Klara sich zur gewohnten Zeit nach Tisch niederlegte, setzte die Großmama sich neben sie auf einen Lehnstuhl und schloss ihre Augen für einige Minuten. Dann stand sie schon wieder auf, denn sie war gleich wieder munter, und trat ins Esszimmer hinaus. Da war niemand. »Die schläft«, sagte sie vor sich hin, ging dann nach dem Zimmer der Dame Rottenmeier und klopfte kräftig an die Tür. Nach einiger Zeit erschien diese und fuhr erschrocken ein wenig zurück bei dem unerwarteten Besuch. »Wo hält sich das Kind um diese Zeit auf und was tut es? Das wollte ich wissen«, sagte Frau Sesemann. »In seinem Zimmer sitzt es, wo es sich nützlich beschäftigen könnte, wenn es den leisesten Tätigkeitstrieb hätte. Aber Frau Sesemann sollte nur wissen, was für verkehrtes Zeug sich dieses Wesen oft ausdenkt und wirklich ausführt. Dinge, die ich in gebildeter Gesellschaft kaum erzählen könnte.« »Das würde ich gerade auch tun, wenn ich da so drinnen säße, wie dieses Kind. Das kann ich Ihnen sagen, und Sie könnten zusehen, wie Sie mein Zeug in gebildeter Gesellschaft erzählen wollten. Jetzt holen Sie mir das Kind heraus und bringen Sie es mir in die Stube. Ich will ihm einige hübsche Bücher geben, die ich mitgebracht habe.« »Das ist ja gerade das Unglück, das ist es ja eben«, rief Fräulein Rottenmeier aus und schlug die Hände zusammen. »Was sollte das Kind mit Büchern tun? In all dieser Zeit hat es noch nicht einmal das ABC erlernt. Es ist völlig unmöglich, diesem Wesen auch nur einen Begriff beizubringen. Davon kann der Herr Kandidat reden. Wenn dieser treffliche Mensch nicht die Geduld eines himmlischen Engels besäße, er hätte diesen Unterricht längst aufgegeben.« »So? Das ist merkwürdig. Das Kind sieht nicht aus wie eines, das das ABC nicht erlernen kann«, sagte Frau Sesemann.
Jetzt holen Sie es mir herüber, es kann vorläufig die Bilder in den Büchern ansehen.« Fräulein Rottenmeier wollte noch einiges bemerken, aber Frau Sesemann hatte sich schon umgewandt und ging rasch ihrem Zimmer zu. Sie musste sich sehr verwundern über die Nachricht von Heidis Beschränktheit und gedachte, die Sache zu untersuchen. Jedoch nicht mit dem Herrn Kandidaten, den sie zwar um seines guten Charakters willen sehr schätzte, sie grüßte ihn auch immer, wenn sie mit ihm zusammentraf, überaus freundlich, lief dann aber sehr schnell auf eine andere Seite, um nicht in ein Gespräch mit ihm verwickelt zu werden, denn seine Ausdrucksweise war ihr ein wenig beschwerlich. Heidi erschien im Zimmer der Großmama und machte die Augen weit auf, als es die prächtigen bunten Bilder in den großen Büchern sah, welche die Großmama mitgebracht hatte. Auf einmal schrie Heidi laut auf, als die Großmama wieder ein Blatt umgewandt hatte. Mit glühendem Blick schaute es auf die Figuren. Dann stürzten ihm plötzlich die hellen Tränen aus den Augen und es fing gewaltig zu schluchzen an. Die Großmama schaute das Bild an. Es war eine schöne grüne Wiese, wo allerlei Tierlein herumweideten und an den grünen Gebüschen nagten. In der Mitte stand ein Hirt, auf einen langen Stab gestützt, der schaute den fröhlichen Tierchen zu. Alles war wie in Goldschimmer gemalt, denn hinten am Horizont war eben die Sonne im Untergehen. Die Großmama nahm Heidi bei der Hand. »Komm, komm, Kind«, sagte sie in freundlichster Weise, »nicht weinen, nicht weinen. Das hat dich wohl an etwas erinnert. Aber sieh, da ist auch eine schöne Geschichte dazu. Die erzähle ich heute Abend. Und da sind noch so viele schöne Geschichten in dem Buch. Die kann man alle lesen und wieder erzählen. Komm, nun müssen wir etwas besprechen zusammen. Trockne schön deine Tränen, so, und nun stell dich hier vor mich hin, dass ich dich recht ansehen kann. So ist's recht. Nun sind wir wieder fröhlich.« Aber noch einige Zeit verging, bevor Heidi zu schluchzen aufhören konnte. Die Großmama ließ ihm auch eine gute Weile zur Erholung. Nur sagte sie von Zeit zu Zeit ermunternd, »So, nun ist's gut. Nun sind wir wieder froh zusammen.« Als sie endlich das Kind beruhigt hatte, sagte sie, »Nun musst du mir was erzählen, Kind. Wie geht es denn beim Herrn Kandidaten in den Unterrichtsstunden? Lernst du auch gut und kannst du was?« »Oh nein«, antwortete Heidi seufzend, »aber ich wusste schon, dass man es nicht lernen kann.« »Was kann man denn nicht lernen, Heidi? Was meinst du?« »Lesen kann man nicht lernen. Es ist zu schwer.« »Das wäre... Und woher weißt du denn diese Neuigkeit?« »Der Peter hat es mir gesagt, und er weiß es schon, der muss immer wieder probieren, aber er kann es nie lernen, es ist zu schwer.« »So? Das ist mir ein eigener Peter, der... Aber sieh, Heidi, man muss nicht alles so hinnehmen, was einem ein Peter sagt. Man muss selbst probieren. Gewiss hast du nicht recht mit all deinen Gedanken dem Herrn Kandidaten zugehört und seine Buchstaben angesehen.« »Es nützt nichts«, versicherte Heidi mit dem Ton der vollen Ergebung in das Unabänderliche. »Heidi«, sagte nun die Großmama, »jetzt will ich dir etwas sagen. Du hast noch nie lesen gelernt, weil du deinem Peter geglaubt hast. Nun aber sollst du mir glauben, und ich sage dir fest und sicher, dass du in kurzer Zeit lesen lernen kannst, wie eine große Menge von Kindern, die geartet sind wie du und nicht wie der Peter. Und nun musst du wissen, was nachher kommt, wenn du lesen kannst. Du hast den Hirten gesehen auf der schönen grünen Weide. Sobald du nun lesen kannst, bekommst du das Buch. Da kannst du seine ganze Geschichte vernehmen, ganz so, als ob sie dir jemand erzählte. Alles, was er macht, mit seinen Schafen und Ziegen und was ihm für merkwürdige Dinge begegnen. Das möchtest du schon wissen, Heidi, nicht?« Heidi hatte mit gespannter Aufmerksamkeit zugehört und mit leuchtenden Augen sagte es jetzt, tief atemholend, »Oh, wenn ich nur schon lesen könnte!« »Jetzt wird's kommen und gar nicht lange wird's währen.« »Das kann ich schon sehen, Heidi, und nun müssen wir mal nach der Klara sehen.
Komm, die schönen Bücher nehmen wir mit. Damit nahm die Großmama Heidi bei der Hand und ging mit ihm nach dem Studierzimmer. Seit dem Tage, da Heidi hatte heimgehen wollen und Fräulein Rottenmeier es auf der Treppe ausgescholten und ihm gesagt hatte, wie schlecht und undankbar es sich erweise durch sein Fortlaufen wollen und wie gut es sei, dass Herr Sesemann nichts davon wisse, war mit dem Kinde eine Veränderung vorgegangen. Es hatte begriffen, dass es nicht heimgehen könne, wenn es wolle, wie ihm die Base gesagt hatte, sondern dass es in Frankfurt zu bleiben habe, lange, lange, vielleicht für immer. Es hatte auch verstanden, dass Herr Sesemann es sehr undankbar von ihm finden würde, wenn es heimgehen wollte, und es dachte sich aus, dass die Großmama und Klara auch so denken würden. So durfte es keinem Menschen sagen, dass es heimgehen möchte, denn dass die Großmama, die so freundlich mit ihm war, auch böse würde, wie Fräulein Rottenmeier geworden war, das wollte Heidi nicht verursachen. Aber in seinem Herzen wurde die Last, die darinnen lag, immer schwerer. Es konnte nicht mehr essen und jeden Tag wurde es ein wenig bleicher. Am Abend konnte es oft lange, lange nicht einschlafen, denn sobald es allein war und alles still ringsumher, kam ihm alles so lebendig vor die Augen, die Alm und der Sonnenschein darauf und die Blumen, und schlief es endlich doch ein, so sah es im Traum die roten Felsspitzen am Falknis und das feurige Schneefeld an der Schesaplana. Und erwachte dann Heidi am Morgen und wollte voller Freude hinausspringen aus der Hütte. Da war es auf einmal in seinem großen Bett in Frankfurt. So weit, weit weg und konnte nicht mehr heim. Dann drückte Heidi oft seinen Kopf in das Kissen und weinte lang, ganz leise, dass es niemand höre. Heidis freudloser Zustand entging der Großmama nicht. Sie ließ einige Tage vorübergehen und sah zu, ob die Sache sich ändere und das Kind sein niedergeschlagenes Wesen verlieren würde. Als es aber gleich blieb und die Großmama manchmal am frühen Morgen schon sehen konnte, dass Heidi geweint hatte, da nahm sie eines Tages das Kind wieder in ihre Stube, stellte es vor sich hin und sagte ihm mit großer Freundlichkeit: »Jetzt sag mir, was dir fehlt, Heidi. Hast du einen Kummer?« Aber gerade dieser freundlichen Großmama wollte Heidi nicht sich so undankbar zeigen, dass sie vielleicht nachher gar nicht mehr so freundlich wäre. So sagte Heidi traurig: »Man kann es nicht sagen.« »Nicht? Kann man es etwa der Klara sagen?« fragte die Großmama. »Oh nein, keinem Menschen«, versicherte Heidi und sah dabei so unglücklich aus, dass es die Großmama erbarmte. »Komm, Kind«, sagte sie, »ich will dir was sagen. Wenn man einen Kummer hat, den man keinem Menschen sagen kann, so klagt man ihn dem lieben Gott im Himmel und bittet ihn, dass er helfe, denn er kann allem Leid abhelfen, das uns drückt. Das verstehst du, nicht wahr? Du betest doch jeden Abend zum lieben Gott im Himmel und dankst ihm für alles Gute und bittest ihn, dass er dich vor allem Bösen behüte?« »Oh nein, das tue ich nie«, antwortete das Kind. »Hast du denn gar nie gebetet, Heidi? Weißt du nicht, was das ist?« »Nur mit der Großmutter habe ich gebetet, aber es ist schon lang und jetzt habe ich es vergessen.« »Siehst du, Heidi, darum musst du so traurig sein, weil du jetzt gar niemanden kennst, der dir helfen kann. Denk einmal nach, wie wohl das tun muss, wenn einen im Herzen etwas immerfort drückt und quält, und man kann so jeden Augenblick zum lieben Gott hingehen und ihm alles sagen und ihm bitten, dass er helfe, wo uns sonst gar niemand helfen kann. Und er kann überall helfen und uns geben, was uns wieder froh macht.« Durch Heidis Augen fuhr ein Freudenstrahl. »Darf man ihm alles, alles sagen?« »Alles, Heidi, alles.« Das Kind zog seine Hand aus den Händen der Großmama und sagte eilig: »Kann ich gehen?«
Gewiss, gewiss, gab diese zur Antwort, und Heidi lief davon und hinauf in sein Zimmer, und hier setzte es sich auf seinen Schemel nieder und faltete seine Hände und sagte dem lieben Gott alles, was in seinem Herzen war und es so traurig machte, und bat ihn dringend und herzlich, dass er ihm helfe und es wieder heimkommen lasse zum Großvater. Es mochte etwas mehr als eine Woche verflossen sein seit diesem Tage, als der Herr Kandidat begehrte, der Frau Sesemann seine Aufwartung zu machen, indem er eine Besprechung über einen merkwürdigen Gegenstand mit der Dame abzuhalten gedachte. Er wurde auf ihre Stube berufen und hier, wie er eintrat, streckte ihm Frau Sesemann sogleich freundlich die Hand entgegen. »Mein lieber Herr Kandidat, seien Sie mir willkommen, setzen Sie sich her zu mir, hier.« Sie rückte ihm den Stuhl zurecht. »So, nun sagen Sie mir, was bringt Sie zu mir? Doch nichts Schlimmes, keine Klagen?« »Im Gegenteil, gnädige Frau«, begann der Herr Kandidat, »es ist etwas vorgefallen, das ich nicht mehr erwarten konnte, und keiner, der einen Blick in alles Vorhergegangene hätte werfen können, denn nach allen Voraussetzungen musste angenommen werden, dass es eine völlige Unmöglichkeit sein müsse, was dennoch jetzt wirklich geschehen ist und in der wunderbarsten Weise stattgefunden hat, gleichsam im Gegensatz zu allem folgerichtig zu Erwartenden. Sollte das Kind Heidi etwa lesen gelernt haben, Herr Kandidat?« setzte hier Frau Sesemann ein. In sprachlosem Erstaunen schaute der überraschte Herr die Dame an. »Es ist ja wirklich völlig wunderbar«, sagte er endlich, »nicht nur, dass das junge Mädchen nach all meinen gründlichen Erklärungen und ungewöhnlichen Bemühungen das ABC nicht erlernt hat, sondern auch und besonders, dass es jetzt in kürzester Zeit, nachdem ich mich entschlossen hatte, das Unerreichbare aus den Augen zu lassen und ohne alle weitergreifenden Erläuterungen nur noch sozusagen die nackten Buchstaben vor die Augen des jungen Mädchens zu bringen, sozusagen über Nacht das Lesen erfasst hat und dann sogleich mit einer Korrektheit die Worte liest, wie mir bei Anfängern noch selten vorgekommen ist. Fast ebenso wunderbar ist mir die Wahrnehmung, dass die gnädige Frau gerade diese fernliegende Tatsache als Möglichkeit vermutete. Es geschehen viele wunderbare Dinge im Menschenleben«, bestätigte Frau Sesemann und lächelte vergnüglich. »Es können auch einmal zwei Dinge glücklich zusammentreffen, wie ein neuer Lerneifer und eine neue Lehrmethode. Und beide können nichts schaden, Herr Kandidat. Jetzt wollen wir uns freuen, dass das Kind soweit ist und auf guten Fortgang hoffen.« Damit begleitete sie den Herrn Kandidaten zur Tür hinaus und ging rasch nach dem Studierzimmer, um sich selbst der erfreulichen Nachricht zu versichern. Richtig, saß hier Heidi neben Clara und las dieser eine Geschichte vor, sichtlich selbst mit dem größten Erstaunen und mit einem wachsenden Eifer in die neue Welt eindringend, die ihm aufgegangen war. Nun ihm, mit einem Mal aus den schwarzen Buchstaben Menschen und Dinge entgegentraten und Leben gewannen und zu herzbewegenden Geschichten wurden. Noch am selben Abend, als man sich zu Tische setzte, fand Heidi auf seinem Teller das große Buch liegen mit den schönen Bildern, und als es fragend nach der Großmama blickte, sagte diese freundlich nickend, »Ja, ja, nun gehört es dir.« »Für immer? Auch wenn ich heimgehe?« fragte Heidi ganz rot vor Freude. »Gewiss, für immer«, versicherte die Großmama. »Morgen fangen wir an zu lesen.« »Aber du gehst nicht heim, noch viele Jahre nicht, Heidi«, warf Clara hier ein. »Wenn nun die Großmama wieder fortgeht, dann musst du erst recht bei mir bleiben.« Noch vor dem Schlafengehen musste Heidi in seinem Zimmer sein schönes Buch ansehen, und von dem Tage an war es sein Liebstes. Über seinem Buch zu sitzen und immer wieder die Geschichten zu lesen, zu denen die schönen bunten Bilder gehörten, sagte am Abend die Großmama, »Nun liest uns Heidi vor.« So war das Kind sehr beglückt.
denn das Lesen ging ihm nun ganz leicht, und wenn es die Geschichten laut vorlas, so kamen sie ihm noch viel schöner und verständlicher vor, und die Großmama erklärte dann noch so vieles und erzählt immer noch mehr dazu. Am liebsten beschaute Heidi immer wieder seine grüne Weide und den Hirten mitten unter der Herde, wie er so vergnüglich auf seinen langen Stab gelehnt dastand. Denn da war er noch bei der schönen Herde des Vaters und ging nur den lustigen Schäfchen und Ziegen nach, weil es ihn freute. Aber dann kam das Bild, wo er, vom Vaterhaus weggelaufen, nun in der Fremde war und die Schweinchen hüten musste und ganz mager geworden war bei den Träbern, die er allein noch zu essen bekam. Und auf dem Bilde schien auch die Sonne nicht mehr so golden, da war das Land grau und neblig. Aber dann kam noch ein Bild zu der Geschichte. Da kam der alte Vater mit ausgebreiteten Armen aus dem Hause heraus und lief dem heimkehrenden reuigen Sohn entgegen, um ihn zu empfangen, der ganz furchtsam und abgemagert in einem zerrissenen Wams daherkam. Das war Heidis Lieblingsgeschichte, die es immer wieder las, laut und leise, und es konnte nie genug der Erklärungen bekommen, welche die Großmama den Kindern dazu machte. Da waren aber noch so viele schöne Geschichten in dem Buch, und bei dem Lesen derselben und dem Bilderbesehen gingen die Tage sehr schnell dahin, und schon nahte die Zeit heran, welche die Großmama zu ihrer Abreise bestimmt hatte. Heidis Lehr- und Wanderjahre von Johanna Spyri, Kapitel 11. Heidi nimmt auf einer Seite zu und auf der anderen ab. Die Großmama hatte während der ganzen Zeit ihres Aufenthalts jeden Nachmittag, wenn Klara sich hinlegte und Fräulein Rottenmeier, wahrscheinlich der Ruhe bedürftig, geheimnisvoll verschwand, sich einen Augenblick neben Klara hingesetzt. Aber schon nach 5 Minuten war sie wieder auf den Füßen und hatte dann immer Heidi auf ihre Stube berufen, sich mit ihm besprochen und es auf allerlei Weise beschäftigt und unterhalten. Die Großmama hatte hübsche kleine Puppen und zeigte dem Heidi, wie man ihnen Kleider und Schürzchen macht, und ganz unvermerkt hatte Heidi das Nähen erlernt und machte den kleinen Frauenzimmern die schönsten Röcke und Mäntelchen, denn die Großmama hatte immer Zeugstücke von den prächtigsten Farben. Nun Heidi lesen konnte, durfte es auch immer wieder der Großmama seine Geschichten vorlesen. Das machte ihm die größte Freude, denn je mehr es seine Geschichten las, desto lieber wurden sie ihm, denn Heidi lebte alles ganz mit durch, was die Leute alle zu erleben hatten, und so hatte es zu ihnen allen ein sehr nahes Verhältnis und freute sich immer wieder, bei ihnen zu sein. Aber so recht froh sah Heidi nie aus, und seine lustigen Augen waren nie mehr zu sehen. Es war die letzte Woche, welche die Großmama in Frankfurt zubringen wollte. Sie hatte eben nach Heidi gerufen, dass es auf ihre Stube komme. Es war die Zeit, da Klara schlief. Als Heidi eintrat mit seinem großen Buch unter dem Arm, winkte ihm die Großmama, dass es ganz nahe zu ihr herankomme, legte das Buch weg und sagte, »Nun komm, Kind, und sag mir, warum bist du nicht fröhlich? Hast du immer noch denselben Kummer im Herzen?« »Ja«, nickte Heidi. »Hast du ihn dem lieben Gott geklagt?« »Ja.« »Und betest du nun alle Tage, dass alles gut werde und er dich froh mache?« »Oh nein, ich bete jetzt gar nie mehr.« »Was sagst du mir, Heidi? Was muss ich hören? Warum betest du denn nicht mehr?« »Es nützt nichts. Der liebe Gott hat nicht zugehört, und ich glaube es auch wohl«, fuhr Heidi in einiger Aufregung weiter.
wenn nun am Abend so viele, viele Leute in Frankfurt alle miteinander beten, so kann der liebe Gott ja nicht auf alle Acht geben, und mich hat er gewiss gar nicht gehört.« »So, wie weißt du denn da so sicher, Heidi?« »Ich habe alle Tage das Gleiche gebetet, manche Woche lang, und der liebe Gott hat es nie getan.« »Ja, so geht's nicht zu, Heidi. Das musst du nicht meinen. Siehst du, der liebe Gott ist für uns alle ein guter Vater, der immer weiß, was gut für uns ist, wenn wir es gar nicht wissen. Wenn wir aber nun etwas von ihm haben wollen, das nicht gut für uns ist, so gibt er uns das nicht, sondern etwas viel Besseres, wenn wir fortfahren, so recht herzlich zu ihm zu beten, aber nicht gleich weglaufen und alles Vertrauen zu ihm verlieren. Siehst du, was du nun von ihm erbitten wolltest, das war in diesem Augenblick nicht gut für dich. Der liebe Gott hat dich schon gehört, er kann alle Menschen auf einmal anhören und übersehen. Siehst du, dafür ist er der liebe Gott und nicht ein Mensch wie du und ich. Und weil er nun wohl wusste, was für dich gut ist, dachte er bei sich, ja, das Heidi soll schon einmal haben, wofür es bittet, aber erst dann, wenn es ihm gut ist und so wie es darüber recht froh werden kann. Denn wenn ich jetzt tue, was es will, und es merkt nachher, dass es doch besser gewesen wäre, ich hätte ihm seinen Willen nicht getan, dann weint es nachher und sagt, hätte mich doch der liebe Gott nur nicht gegeben, wofür ich bat, es ist gar nicht so gut, wie ich gemeint habe. Und während nun der liebe Gott auf dich niedersah, ob du ihm auch recht vertrautest und täglich zu ihm kommest und betest und immer zu ihm aufsähest, wenn dir etwas fehlt, da bist du weggelaufen ohne alles Vertrauen, hast nie mehr gebetet und hast den lieben Gott ganz vergessen. Aber siehst du, wenn einer so macht und der liebe Gott hört seine Stimme gar nie mehr unter den Betenden, so vergisst er ihn auch und lässt ihn gehen, wohin er will. Wenn es ihm dabei aber schlecht geht und er jammert, mir hilft aber auch gar niemand, dann hat keiner Mitleiden mit ihm, sondern jeder sagt zu ihm, du bist ja selbst vom lieben Gott weggelaufen, der dir helfen konnte. Willst du's so haben, Heidi? Oder willst du gleich wieder zum lieben Gott gehen und ihn um Verzeihung bitten, dass du so von ihm weggelaufen bist, und dann alle Tage zu ihm beten und ihm vertrauen, dass er alles gut für dich machen werde, so dass du auch wieder ein frohes Herz bekommen kannst? Heidi hatte sehr aufmerksam zugehört. Jedes Wort der Großmama fiel in sein Herz, denn zu ihr hatte das Kind ein unbedingtes Vertrauen. »Ich will jetzt gleich auf der Stelle gehen und den lieben Gott um Verzeihung bitten. Und ich will ihn nie mehr vergessen«, sagte Heidi reumütig. »So ist's recht, Kind. Er wird dir auch helfen zur rechten Zeit. Sei nur getrost«, ermunterte die Großmama, und Heidi lief sofort in sein Zimmer hinüber und betete ernstlich und ruhig zum lieben Gott und bat ihn, dass er es doch nicht vergessen und auch wieder zu ihm niederschauen möge. Der Tag der Abreise war gekommen. Es war für Klara und Heidi ein trauriger Tag, aber die Großmama wusste es so einzurichten, dass sie gar nicht zum Bewusstsein kamen, dass es eigentlich ein trauriger Tag sei, sondern es war eher wie ein Festtag, bis die gute Großmama im Wagen davonfuhr. Da trat eine Leere und Stille im Haus ein, als wäre alles vorüber, und solange noch der Tag währte, saßen Klara und Heidi wie verloren da und wussten gar nicht, wie es nun weiterkommen sollte. Am folgenden Tag, als die Unterrichtsstunden vorbei und die Zeit da war, da die Kinder gewöhnlich zusammensaßen, trat Heidi mit seinem Buch unter dem Arm herein und sagte, »Ich will dir nun immer, immer vorlesen. Willst du, Klara?« Der Klara war der Vorschlag recht für einmal,
und Heidi machte sich mit Eifer an seine Tätigkeit. Aber es ging nicht lange, so hörte schon wieder alles auf, denn kaum hatte Heidi eine Geschichte zu lesen begonnen, die von einer sterbenden Großmutter handelte, als es auf einmal laut aufschrie, »Oh, nun ist die Großmutter tot!« und in ein jammervolles Weinen ausbrach, denn alles, was es las, war dem Heidi voller Gegenwart, und es glaubte nicht anders, als nun sei die Großmutter auf der Alm gestorben, und es klagte in immer lauterem Weinen, »Nun ist die Großmutter tot, und ich kann nie mehr zu ihr gehen, und sie hat nicht ein einziges Brötchen mehr bekommen.« Klara suchte immerfort dem Heidi zu erklären, dass es ja nicht die Großmutter auf der Alm sei, sondern eine ganz andere, von der diese Geschichte handle, aber auch, als sie endlich dazu gekommen war, dem aufgeregten Heidi diese Verwechslung klarzumachen, konnte es sich doch nicht beruhigen und weinte immer noch untröstlich weiter, denn der Gedanke war ihm nun im Herzen erwacht, die Großmutter könne ja sterben, während es so weit weg sei, und der Großvater auch noch, und wenn es dann nach einiger Zeit wieder heimkomme, so sei alles still und tot auf der Alm, und er stehe ganz allein da und könne niemals mehr die sehen, die ihm lieb waren. Währenddessen war Fräulein Rottenmeier ins Zimmer getreten und hatte noch Klares Bemühungen, Heidi über seinen Irrtum aufzuklären, mit angehört. Als das Kind aber immer noch nicht aufhören konnte zu schluchzen, trat sie mit sichtlichen Zeichen der Ungeduld zu den Kindern heran und sagte mit bestimmtem Ton, »Adelheid, nun ist des grundlosen Geschreis genug. Ich will dir eines sagen. Wenn du noch ein einziges Mal beim Lesen deiner Geschichten solchen Ausbrüchen den Lauf lässt, so nehme ich das Buch aus den Händen und für immer.« Das machte Eindruck. Heidi wurde ganz weiß vor Schrecken, das Buch war sein höchster Schatz. Es trocknete in größter Eile seine Tränen und schluckte und würgte sein Schluchzen mit Gewalt hinunter, so daß kein Tönchen mehr laut wurde. Das Mittel hatte geholfen, Heidi weinte nie mehr, was es auch lesen mochte, aber manchmal hatte es solche Anstrengungen zu machen, um sich zu überwinden und nicht aufzuschreien, daß Klara öfter ganz erstaunt sagte, »Heidi, du machst so schreckliche Grimassen, wie ich noch nie gesehen habe.« Aber die Grimassen machten keinen Lärm und fielen der Dame Rottenmeier nicht auf, und wenn Heidi seinen Anfall von verzweiflungsvoller Traurigkeit niedergerungen hatte, kam alles wieder ins Geleise für einige Zeit und war tonlos vorübergegangen. Aber seinen Appetit verlor Heidi so sehr und sah so mager und bleich aus, dass der Sebastian fast nicht ertragen konnte, das so mit anzusehen und Zeuge sein zu müssen, wie Heidi bei Tisch die schönsten Gerichte an sich vorübergehen ließ und nichts essen wollte. Er flüsterte ihm auch öfter ermunternd zu, wenn er ihm eine Schlüssel hinhielt. »Nehmen von dem, Mamselchen, es ist vortrefflich, nicht so, einen rechten Löffel voll, noch einen.« Und dergleichen väterliche Räte mehr. Aber es half nichts. Heidi aß fast gar nicht mehr, und wenn es sich am Abend auf sein Kissen legte, so hatte es augenblicklich alles vor Augen, was daheim war, und nur ganz leise weinte es dann vor Sehnsucht in sein Kissen hinein, so daß es gar niemand hören konnte. So ging eine lange Zeit dahin. Heidi wußte gar nie, ob es Sommer oder Winter sei, denn die Mauern und Fenster, die es aus allen Fenstern des Hauses Sesemann erblickte, sahen immer gleich aus, und hinaus kam es nur, wenn es Klare besonders gut ging und eine Ausfahrt im Wagen mit ihr gemacht werden konnte, die aber immer sehr kurz war, denn Klara konnte nicht vertragen, lang zu fahren. So kam man kaum aus den Mauern und Steinstraßen heraus,
sondern kehrte gewöhnlich vorher wieder um und fuhr immerfort durch große, schöne Straßen, wo Häuser und Menschen in Fülle zu sehen waren, aber nicht Gras und Blumen, keine Tannen und keine Berge, und Heidis Verlangen nach dem Anblick der schönen gewohnten Dinge steigerte sich mit jedem Tage mehr, so dass es jetzt nur den Namen eines dieser Erinnerung weckenden Worte zu lesen brauchte, so war schon ein Ausbruch des Schmerzes nahe, und Heidi hatte mit aller Gewalt dagegen zu ringen. So waren Herbst und Winter vergangen, und schon blendete die Sonne wieder so stark auf die weißen Mauern am Hause gegenüber, dass Heidi ahnte, nun sei die Zeit nahe, da der Peter wieder zum Alm führe mit den Geißen, da die goldenen Zistusröschen glitzerten droben im Sonnenschein und allabendlich ringsum alle Berge im Feuer ständen. Heidi setzte sich in seinem einsamen Zimmer in einen Winkel und hielt sich mit beiden Händen die Augen zu, dass es den Sonnenschein drüben an der Mauer nicht sähe, und so saß es regungslos, sein brennendes Heimweh lautlos niederkämpfend, bis Klara wieder nach ihm rief.